Was zum Teufel nochmal ist das? Rakete im Anflug! Festhalten! Scheiße. Ist alles noch dran? Los, hoch! Los jetzt, wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind. Ja, sag das mal mein Schädel, ey. Gibt es Verluste? Paulsen und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße. Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg. Na los, das ist Bravo 6, Baseplate hier. AC-130 Luftunterstützung ist unterwegs. Es dauert aber eine Weile, bis sie in Angriffsposition sind. Verstanden. Bravo 6, Ende. Meine AC-130, was? Hab lang nicht mehr damit gearbeitet. So sind wir schön hier abgeschmiert. Unauffällig bleiben, wir sollten Ärger vermeiden. Und müssen hier ein bisschen ruhig sein, um, wie gesagt, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Da kommen Fahrzeuge aus dem Norden. Unter die Brücke da, Bewegung! Oh, Helikopter. Alles klar, gehen wir. Achtung, wir haben Gesellschaft. Ja. Natürlich sagst du das ganz leise. Und nicht so laut, damit die uns auch hören. Мы знаем, что вы их где-то прячете. Кто прячется? О чем ты говоришь? Там у вас британские солдаты. Окей, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Ah, komm her. Schrot war Bereich gesichert. Sein. Alles klar, weiter jetzt. Ja, der MP5. Merkt mal mit. Ja, jetzt mal wieder beim SRS gelandet. Im tiefsten Russland. Und abgeschossen und jetzt hier zum Evakuierungspunkt. Unten bleiben. Unten bleiben. Und unauffällig verhalten. Der Heli entfernt sich. Los jetzt. Na, er sieht die Leichen. Kontakt auf 6 Uhr. Feuer wieder. Ja, ja. Yes, wir halten sie auf. Mach sofort diese Kellertür auf. Bin dabei. Na, ab. Wow, 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 wow. Und mich muss es natürlich wieder erwischen, weil die anderen schon längst im Haus sind, ne? Natürlich. Und es geht wieder los. Feuer wieder! Natürlich kommen wir noch. Wir halten sie auf. Mach sofort diese Kellertür auf. Bin dabei. Die Tür
stoppen, Sir. Rein ins Haus, los, los! Ja, Alter, komm, ich war hier unten schon und der trifft mich noch. Was soll die verdammte Raperei? Los, die Treppe runter! Sind wir hier bei Wanted, oder was? So, vorgehen und nach einem Ausgang suchen. Natürlich. Granate! So, vorgehen und nach einem Ausgang suchen. Ja. Du siehst nicht nur ein, du siehst nur. Blendgranate! Und nun? Kommt da ein Killer. Oh, er versteckt sich im Klo. Nee, ist doch die Küche. So. Ja. Also, kurze Anmerkung. Mal so, Rande. Man hatte jetzt schon einen kleinen Einblick von Modern Warfare gesehen, was dieses Jahr rauskommt. Das war was vom Multiplayer. Das war jetzt nur jetzt halt dieser 2v2 Modi, den man ja schon aus anderen Modern Warfare Teilen kennt. Also jetzt, okay, zuletzt waren in 3 drin, diese 1 gegen 1 Playlist oder 2 gegen 2. Ich glaube bis 3v3 ging es, 3v3 ging es glaube ich auch. Und jetzt bringen die das wieder halt. Sieht bisher auch gut aus, auch wie es gemacht ist von der Grafik und von den Waffen her. Am 1. August, da soll nun auch ein Trailer, Gameplay nochmal richtig vom Multiplayer kommen. Nicht nur dieses 1v1 oder 2v2 Runden, sondern auch richtiges Gameplay, so wie ich gesehen, gehört habe. Und ja, überrascht. Wie gesagt, ein kleiner Hype ist noch da. Kleiner Hype ist vorhanden, so, ne? Und ja, bin gespannt. Stellen wir das eventuell noch vor, damit ich vielleicht noch Zugang zur Beta bekomme. Schon eine Woche vorher, bevor sie dann eine Woche später dann open ist. Schauen wir das Ganze mal an und dann, ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie gesagt, ein kleiner Hype ist da. Bin gespannt auf den Multiplayer-Trailer, Gameplay am 1. August. Und ja, machen wir jetzt weiter hier mit der Kampagne auf Veteran, wie ihr vorher gemerkt, ne? So. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Sie formieren sich vielleicht neu, versuchen uns weiter vorne den Weg abzuschneiden. Ja. Wachsam bleiben! Wo kommt die Tölle? So, ne, da standen zwei Tölle. Ich habe aber R3 gedrückt. Zu früh drücken. Zu früh. Wachsam bleiben. Ich hab zu früh gedrückt, alles klar. Alles klar, Spiel. Zu früh. Ja, blockiert mich noch einmal. Ihr seid ja jetzt. Hunde. Jetzt wieder die Soldaten, ey.
Na schieß doch mal, Mates. Mates. Ja, dann ballern und du hier. Ziehst du Hosen ein, oder? Dann ist alles gut, solange sie uns noch nicht entdeckt haben. Yo, Price, Alter. Dreht noch eine Ehrenrunde. Der Helikopter ist zurück. Offensichtlich wissen sie nicht, wo wir sind. Das sollte so bleiben. Alles klar, weiter vorwärts. Bewegung. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Computer. Einer fehlt uns noch. Also, die Info. Ja, okay, was sollte denn da jetzt auch auf dem Spielplatz Laptop sein, ne? Aber naja, kann alles möglich sein. Aus den Scheinwerferkegeln. Los jetzt, aber unauffällig. Dann läuft nicht durchs Wasser. Oh Mann, gleich kannst du wieder ziemlich fett rummeln, ey. Auch die Möglichkeit, dass wenn ihr vielleicht ein bisschen ruhiger durchkommt, ohne entdeckt zu werden. Das macht die Geräusche. Ist es möglich? Ist es möglich? Ist es möglich? Schaffen wir es hier durch? Oder beginnt gleich die große Schießerei? Okay. Ja, wie Souvraga! Wir werden angegriffen! Ja. Feuer eröffnen! Anscheinend nicht. Komm, ich bin der Doktorand, Alter. Wenn ich renne, dann holen sie den her. Ja, der ist hinter uns hier. Genau da. Isaac, gibt es die Möglichkeit hier, ohne entdeckt zu werden, durchzukommen? Oder ist es immer auf diesem letzten Stück, dass man dann geholt wird, sehen wird? So. Und die nächste Ballerei geht los. Ja. Wie die sehen, sehen sie nichts, aber die sehen mich.
wollen wir Wechshaus drinne. Jetzt dieser Scheißhaufen Schrott da erledigt. Ja. Ja, immer weiter hier diese Party, Alter. Hier, friss das Messer. So, ist ja schon da. Wo kommt der Trottel jetzt her? Was ist mit der verdammten Deckung von den anderen? Die hängen immer noch am Eingang vom anderen Gewächshaus hier drinne. Ohne Spanner. Da müsst ihr unendlich Blendgranaten mit haben, meine. Um hier weiter durchzukommen. Als Level geht der hier noch. Sag, es gibt noch manch andere Level, die das noch mehr in sich haben. Mann, ja, ich will hier raus. Er lässt mich nicht raus. Er lässt mich nicht gehen. Ah, der Knecht ist jetzt. Ja. Alle anderen rennen vorbei. Hier gibt er noch die Kugel. Der Helikopter dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung. Dreht noch eine Runde. Aha. Hat's jetzt gespeichert? Hat er jetzt gespeichert oder muss ich die ganzen Scheiße nochmal machen? Ich komm, da dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung! Gut. Das ist der Helikopter, der schießt. Aber wo soll's denn? Muss hier diesen Texten folgen und dann. Ich komm, da dreht noch eine Runde. Sucht euch Deckung! Na klar. Wenn ich da gestanden hätte, so an der Ecke und so gestanden hätte und bei der Granate weg, ist ja nicht draufgegangen. Das ist hier irgendwie Story-Charakter, den nie drauf. Nur der Spieler selbst, ey. Ja, Scheiß hier, Alter, ey.
Hey, Anna, schmeiß mal eine Granate. Mann, kletter doch rüber, Charakter. Captain Price, da sind Stinger-Raketen im Schuppen. So, eine Stinger schnappen und den Hubschrauber abschießen, los! Ja, ja, ja. Ah ja, mach ich schon. Ich bin ja der Blöde. Scheiße, sie setzen Täuschkörper ein. Das wird schwer. Soap, noch eine Stinger und erneut feuern. Stellen wir ihn auf die Probe. Oh, verdammt gut geschossen, Soap. Ja. Oh. Gute Arbeit, Soap. Alle Mann auf mein Kommando, wir rücken ab. Achtung, Bravo 6. Diese AC-130 dringt gerade in euren Luftraum ein. Ende. Komm, den Part hängen wir hinten ran, von der AC-130. Bravo 6, Rohrheimer in Bereitschaft. Hab gehört, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen. Gib mir ein Ziel. Rohrheimer, Feuermission, Gefahr. Feindliche Panzer und Infanterie 100 Meter südwestlich unserer Position. Over. Verstanden, wir kommen. Wow, das ist verdammt geil, Kumpel! Bravo 6, wir geben Deckung auf dem Weg zur Evakuierungszone. Sie machen sich besser auf den Weg. Verstanden, Warhammer. Wir gehen jetzt los. Kommt schon. So. Den mache ich jetzt noch mit dem Bot. Thank you.
kommt von oben. Wildfire, wir bewegen uns die Straße entlang auf eine Stadt Richtung Osten zu. Haben Sie Sichtkontakt? Hab Verbündete in Sicht. Trupp, kein Beschuss von Zielen mit Blinksignal. Das sind Verbündete. Verstanden, wir sind da. Schießen Sie los. Ihr seid nicht autorisiert, die Kirche anzugreifen. Kein direktes Feuer auf die Kirche. Eins der Fahrzeuge fährt. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Und ab wieder. Bestätigt. Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Kabum. Blinksignale. Feinde überqueren das Feld. Guter Schuss, guter Schuss. Nagel die Typen fest. Räuchert sie aus. Das muss wehtun. Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen. Wow! Eine Mission, die schwer kritisiert wurde. Nagel die Typen im Gebäude fest. Schnappt euch diese Person. Wegen den Ausdrücken, die hier ja, mach ihn fertig. Piloten und so alles hier sagen. Ne? Kriegt er ihn? Nagel die Typen fest. Kabum. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Das mit den Blinksignalen sind unsere Leute. Freigabe alle anzugreifen. Cool. Bestätigt, Fahrzeug neutralisiert. Du hast ihn. Nagel die Tür. Seid schwer kritisiert diese Mission, aber jetzt gerade ja, so was war jetzt hier in der ganzen. Du hast ihn. In der ganzen Zeit hier in dem Port erlebt haben von vielen Toren noch mehr und so. Feindverbände. Ist das eine da ist ein Typ bei dem Auto. Erleichterung, Pause. Um hier ein bisschen genau besser runterzukommen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. 5 Sekunden. Etwa 2 Kilometer die kurvige Straße entlang. Weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Na los, Leute, rein da und eben im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Wildfire, wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Verfolgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Macht den Weg für unsere Jungs frei. Signal ausschalten. Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Bestätigt. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Mann, diese Typen meint's echt ernst. Guter Schuss, guter Schuss. Oh, verdammt. Wow. Räuchert sie aus. Schnappt euch die Typen. Nagel die Typen fest. Du hast ihn. Geschütz bereit. Verstanden, der Typ bewegt sich. Du hast ihn. Truppen da vorne. Direkter Treffer. Truppen da vorne. Kabum. Räuchert sie aus. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Auf die Blinksignale achten. Wildfire, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Gefahr! Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht, bei 25 mm nahe der Landezone bleiben. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Du siehst ja, da oben, da sammeln die sich. Oh Gott, das ist... So,
Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, kommentiert schön und wir sehen uns beim nächsten Part. VIP ist gesichert und in Gewahrsam. Gut gemacht, Leute. Wenn es weitergeht. Zurück zum Stützpunkt. Wenn es weitergeht mit Let's Play Modern Warfare Remastered im Veteranen-Mode.